Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jazz in Concert. Heute bei uns der deutsche Komponist, Arrangeur und Saxophonist Klaus Doldinger. Seine Wunschformation, der Pianist Peter Ponger. Jeff Berlin, Bass. Alphonse Mouzon, Schlagzeug. Und Trilok Gurtu, Perkussion. Thank you.
Klaus Bollinger, warum hast du dir für dieses Konzert gerade diese Musiker ausgesucht? Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die Auswahl der Musiker, wenn man nun mal die Möglichkeit hat, so etwas Freieres zu machen, sowieso nicht sehr groß ist. Und da lag es für mich eigentlich auf der Hand, dass es der Jeff Berlin dabei sein sollte, weil wir bereits schon mal was vor Jahren in Montreux auf dem Festival gemacht hatten. Dann der Alphonse Mouzon, den kenne ich ja schon seit langen Zeiten, noch aus einer Zeit, als er bei Weather Report spielte. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen, wir haben oft auf gleichen Veranstaltungen gespielt. Und irgendwie war das mal an der Zeit, dass wir halt mal zusammenkommen. Dann, was den Pianisten angeht, Peter Ponger, der hat mal bei Passport kurzzeitig gespielt, 1973. Und jetzt lebt er in New York und in Wien. Und ich dachte, das ist doch eigentlich mal eine tolle Gelegenheit, auch wieder mit Peter Ponger zusammenzukommen. Und Rilo Corto lebt seit langer Zeit in Deutschland und ist für mich der Percussionist überhaupt weit und breit. Und das musste sein. Also. Musste so kommen. Ja. Also Jeff Berlin hat mir erzählt, dass man in Amerika eigentlich den Eindruck hat, Passport sei eine amerikanische Gruppe. Wie kannst du dir das erklären? Ja, die Antwort darauf ist einfach. Unsere Schallplatten kommen seit Jahren in Amerika raus. Also wir haben jetzt 8 LPs in den USA veröffentlicht. Und es gibt da einen ziemlichen Fankreis, das sehe ich auch aus der Post. Und wir haben ja auch zwei ausgesprochen große Tourneen gemacht. Beide waren fast 2 Monate jeweils. Und da ist mir das auch mal aufgefallen, die Leute glauben, wir seien eine amerikanische Gruppe. Wenn man dann sagt, man sei aus München, dann ist denen nicht ganz klar, ob das nun DDR oder Westdeutschland ist. Da sind also solche Ortsbestimmungen sowieso nicht ganz so wichtig. Und die Musik ist international. Richtig. Also. Wie war eigentlich das früher, dieses Gefühl, als Botschafter des deutschen Jazz so überall in der Welt herumgereicht zu werden? Das war ein schönes Gefühl, aber ich habe mir dieses Etikett nicht gegeben. Das haben mir andere gegeben, aufgrund der Tatsache, dass ich eben so viel gereist bin. Ich habe mich eigentlich nie rumgereicht gefühlt, sondern ich habe es ja freiwillig gemacht und mit großem Vergnügen. Und wir haben eigentlich immer unsere Musik spielen können. Also es war nicht so, dass wir irgendwelche Schublatten was gespielt haben, um dem deutschen Kulturgut gerecht zu werden. Das habe ich ja doch. Wir haben versucht, sagen wir mal, wenn man es überhaupt politisch sehen will, das Bild von deutschen Musikern etwas zu revidieren, dass es auch in unserem Sprachgebiet Musiker gibt, die eben eine ganz andere Musik macht, als man das so annehmen kann. Mhm. Aber jemand, der in Südamerika lebt, kann sich nicht unbedingt vorstellen, was sich musikalisch hier abspielt, außer dem, was er kennt. Und er kennt meistens ja nur so das herkömmlich Deutsche, also Streichquartette und dergleichen. Richtig. Du hast ja eine schillernde Karriere hinter dir, wenn man sich so überlegt, vom Klarinettist bei den Feetwarmers, das ist ja fast eine Dixieland-Kapelle gewesen, über Passport zum anerkannten Filmkomponisten. Hast du neben deinem großen Erfolg in allen deinen Tätigkeiten, sei das jetzt mehr kommerzieller Natur oder auf dem Gebiet des Jazz oder des Pop, hast du da noch Freunde unter den Jazzern? Ach Gott. Was für eine Frage, weißt du, Freunde sicherlich. Unter Kollegen, da ist man immer noch befreundet, das ist ja völlig klar. Ich meine, die ernsthaften Musiker, die ich schon lange kenne und so, die nehmen mir das alles nicht übel. Ein guter Musiker spürt auch vom anderen, ob das, was er tut, aus Überzeugung geschieht oder nicht. Wenn ich mit mir selber nicht im Reinen wäre, dann wäre es wahrscheinlich böse. Ne? Das wäre schlimmer. Thank you.
Jeff Perlin unterrichtet an dem Musician Institute in Los Angeles. Das ist eine Schule, die hunderte von Schülern hat und die sich auf Gitarre, Bass und Schlagzeug spezialisiert hat. Und er hat eine Lehrstelle dort angenommen und es sein Bedürfnis ist, Leuten gutes Bassspielen beizubringen. Aber bei der Härte der Konkurrenz im Musikgeschäft in Amerika züchtet man da nicht arbeitslose Musiker heran. The music business in the United States being as tough as it is, don't you produce musicians that won't be able to get work if it's such a large amount of musicians? Well, no, because if there is if someone is excellent at what they do, there's always an opportunity for them to work as a musician. I see that in friends of mine and, you know, people who are excellent. The thing about the excellence in American music, usually the musicians, in order to make a living, are studio musicians and such, which is mechanical. It's nothing wrong in it. It's the excellent musician often does not make a living playing their art. So they supplement it and they go into studios. I did that all the time, and a lot of musicians, you know, famous. The Brecker Brothers, you mentioned, are some of the guys I played with, and they're in the studios doing jingles. Because the money is in the studios. But I don't really like the studios because I don't really enjoy the idea of having to play music that is very mechanical and cold, and it's an income. And I'll do it for money, but not really. I'd rather perform. Also, ein exzellenter Musiker wird immer eine Arbeit finden, auch wenn es im Studio ist, wo er eigentlich seine Kunst nicht unbedingt ausüben kann. Aber viele berühmte Musiker wie zum Beispiel die Brecker Brothers müssen auch oder gehen auch ins Studio und arbeiten kommerziell, um überleben zu können. Während den Pausen habe ich dich immer irgendwo stehen sehen und du machst so eine Art Leibesübung oder Stretching. During pauses during the rehearsal, I saw you standing around doing little stretching there and some strange things. Are you interested in sports? Well, sports is fun, but it's boxing I like. In fact, just to explain myself, when I first sat down here and I'm going like this because I was out of breath, Alphonse Mouzon and I were shadow boxing for about 2-3 minutes. So I enjoyed the boxing. That's what I enjoy. Er ist ein großer Fan vom Boxen und ist ziemlich atemlos hierher gekommen, weil er in der Garderobe mit Alphonse Mouzon Schattenboxen geübt hat.
Ist Cassius Clay für dich der Größte? Is Cassius Clay for you the greatest? Yeah, him and Joe Frazier. And Roberto Duran. Also Cassius Clay ist für ihn den Größte, auch Roberto Duran und natürlich Joe Frazier. Was hast du als Musiker zu Joe Frazier's Gesangsversuchen gesagt? What did you as a musician say to Joe Frazier's singing? To his singing? I have news for you. I was in the studio playing bass for Joe Frazier when he was singing. And? Well, I didn't say anything bad about his singing. I know, because he has such arms. It's like, Joe, you sound great. Er war sogar im Studio und hat Aufnahmen mit Joe Frazier gemacht und er sagt natürlich, er hat überhaupt nichts gesagt, seine Oberarme sind ihm zu breit. Thank you.
Alphonse Mouzon, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Herbie Hancock, Weather Report, George Benson, Stevie Wonder, um nur ein paar Namen zu nennen. Du hast, soviel ich weiß, eine Nummer von dir in den amerikanischen Hitlisten. As far as I know, you have a number in the charts in the United States. Is it the pop charts or the jazz charts? It's the soul charts, the R&B charts. Also in den Rhythm and Blues charts. Are a lot of jazz musicians going in this direction? A few, not many. George Benson, Herbie Hancock, myself, Grover Washington, The Crusaders, Lee Ritenour, there's a few. In welcher Richtung siehst du denn deine musikalische Zukunft? What direction, if you prefer more producing or more playing? Both. You know, you don't want to change. I want to do more. No, I want to do more producing, but not less playing. But still more producing. You know, even Stevens. But the music direction is for it's going to be jazz funk, like the Morning Sun, right. By all means. Right. With my other projects, I have under different names. Yeah. And I want to do my commercial thing, my pop R&B soul thing. Yeah, I have a female singer. And also my I have a record that I'm producing music sort of like Herbie's Last Rocket with the computer. I'm getting a lot into the computer stuff. Computer stuff. Techno-funk jazz. Techno-funk. I never heard that. Yeah, no, techno-funk stuff. So that's the direction I'm going as far as my thing. Alphonse Mouzon is more techno-funk. Ah, das ist ein ganz neuer Ausdruck, habe ich eben gelernt. Alphonse Mouzon möchte sich verlegen auf eine Art Techno-Funk. Also er wird sich mehr und mehr mit dem Drumcomputer, mit dem Synthesizer auf dem Gebiet des Schlagzeugs verlegen, sehr viel produzieren, aber dabei das Schlagzeugspielen natürlich nicht in den Hintergrund stellen. Thank you.
Thank you.
Nochmals herzlichen Dank, Jeff Berlin. Peter Ponger. Alfonso Mouzon. Pilar Gürtel. Mr. Klaus Gollinger.